komplett mit klarkommen. Ja, Wahnsinn. Guten Morgen. Bevor wir anfangen, kleine Bitte in eigener Sache. Ich muss kurz vor 12 dringend telefonieren. Es geht um die medizinische Versorgung und Pflege einer nahen Angehörigen und ich muss einen Arzt erwischen, von dem mir gesagt worden ist, dass ich ihn heute kurz vor 12 erreichen kann. Deswegen, kurz vor 12 unterbreche ich hier, laufe raus, telefoniere und dann komme ich wieder. Aber es geht nicht anders jetzt, ja? So, womit kann ich dienen? Was hätten Sie denn gern? Sie hätten gerne eine schiefsymmetrische Drehmatrix. Das ist aber keine Drehmatrix, was Sie da kriegen. Was Sie da kriegen, ist R transponiert mal R Punkt. Und was genau Bitte? Was genau ist die Bedeutung von dieser Matrix? Die tritt auf, also gut, die Frage ist, ich paraphrasiere die Frage, ja. Das Problem trat auf, als wir untersucht haben, wie wir Geschwindigkeiten von einem System in ein relativ dazu rotierendes System transformieren. Und dabei tritt die Ableitung der Drehmatrix auf und insbesondere eine Kombination aus der inversen Drehmatrix mal der Ableitung der Drehmatrix selbst. Und dann haben wir gesehen, dieses Ding ist schiefsymmetrisch, nicht die Drehmatrix selbst. RT mal R Punkt, beziehungsweise R invers mal R Punkt, das ist ein schiefsymmetrisches Objekt. So, in drei Dimensionen hat eine schiefsymmetrische Matrix drei Komponenten und die haben wir als Komponenten des Vektors der momentanen Winkelgeschwindigkeit identifiziert. Das heißt, was wir damit angefangen haben, war letzten Endes nur zu sehen, gut, die zeitliche Änderung dieser Drehung kann ich beschreiben durch drei Zahlen. Und diese drei Zahlen zusammengenommen haben die Bedeutung eines Vektors, eines axialen Vektors, das haben wir nochmal überprüft. Und die physikalische Bedeutung dieses Vektors ist, dass seine Orientierung die Lage der Drehachse angibt und seine Größe, also sein Betrag, den Betrag der Winkelgeschwindigkeit. Okay? Moment, da war noch jemand anderes. Dann kommen Sie wieder, ja? Ja? Was müssen wir zum Kreuzquerschnitt und Wirkungsquerschnitt, wenn ich auf Luft bin? Naja, es könnte ja die Anforderung auf Sie zukommen, einen auszurechnen, ne? Was soll ich jetzt dazu sagen? Bitte? Also ich kann gar nichts dafür. Ja, dann kann ich nur empfehlen, schauen Sie sich den Abschnitt nochmal an. Also, sehen Sie, die Berechnung dieses Streuquerschnitts besteht aus zwei Schritten. Der erste Schritt besteht darin zu sehen, wie hängen der Stoßparameter und der Streuwinkel miteinander zusammen? Der Stoßparameter hieß B, der Streuwinkel hieß Theta, das heißt, Sie brauchen eine Funktion B von Theta. Sobald Sie die haben, ist alles andere erledigt. Dann brauchen Sie nur noch BdB nach dTheta durch Sinus Theta zu teilen und sind fertig. Okay? Aber wenn sonst nichts geht. Ne? Diese zwei Schritte sind schon nützlich. Wir können das auch nochmal besprechen, aber okay, vielleicht lassen wir es momentan dabei. So, jetzt zu Ihrer Frage zurück und dann zu Ihrer.
Was ist der Unterschied, der mathematische Unterschied zwischen einer passiven und einer aktiven Drehung? Naja gut, die eine ist das Inverse der anderen. Ne? Sie können bei einer Drehung, Sie können eine Drehung so auffassen, dass Sie entweder das Koordinatensystem drehen und den Körper in Ruhe lassen oder den Körper drehen und das Koordinatensystem in Ruhe lassen. Und im einen Fall transformieren Sie die Basisvektoren mit R, im anderen Fall transformieren Sie die Basisvektoren mit R hoch minus 1. Genau, stellen Sie vor, Sie haben hier die bewusste Banane. Ja. Sie können die Banane drehen oder Sie können, geht völliger Unsinn durch den Kopf, Sie können die Banane drehen oder das Koordinatensystem relativ zur Banane drehen und die Koordinate festlassen. Ne. Beides wird durch dieselbe Drehmatrix beschrieben, allerdings einmal in der inversen Form und einmal in der Originalform. Ich habe sie gesehen, ja? Jetzt, hier oben war jemand. Genau. Also die Frage zielt auf die exakte Formulierung des Stokeschen Satzes und darauf, worauf Sie achten müssen, wenn Sie den einfachen Zusammenhang des Definitionsbereichs Ihres Problems untersuchen. Ja. Der strenge mathematische Beweis setzt voraus, dass Sie über eine Fläche integrieren, in der die Rotation definiert ist, und das bedeutet, dass diese Fläche einfach zusammenhängend sein muss, damit der Stokes'sche Satz gilt. Okay? So, jetzt hier vorne. Und zwar, wenn wir eine Taylor-Entwicklung aufstellen, allerdings nicht nach einer Funktion f von x, sondern zum Beispiel nach einem Kraftfeld, welches von x, y und z abhängt, und wir dann im Prinzip eine Entwicklung in jede der drei Koordinatenrichtungen machen sollen, tut man dann partiell im Prinzip immer ableiten und das Ganze nachher wieder als Vektor zusammenfassen? Oder können Sie vielleicht immer kurz skizzieren, wie man dort dann eine Taylor-Näherung aufstellen würde? Das hat man nämlich auf Blatt 10. Also die Frage ist, wie führe ich eine Taylor-Näherung bzw. eine Taylor-Entwicklung einer Funktion durch, die von mehr als einer Variablen abhängt? Zum Beispiel sowas. Das heißt, Sie ersetzen die Ableitung nach der einen Variablen durch eine Ableitung nach allen Variablen, also den Gradienten, und multiplizieren das Ergebnis mit dem Vektor x minus x0. Ein Skalarprodukt, ne? Es gibt Ihnen eine Änderung der skalaren Funktion f hier. Und wenn Sie wollen, können Sie dann höhere Ableitungen dazu schreiben, aber die Sorge sollten Sie sich momentan nicht machen, ne? Ich habe keine Ahnung, wer als Nächster dran war. Ich versuche es mal hier, ja, und gehe dann weiter nach Süden. Ja. Ja, ich hätte eine konkrete Frage. Das hoffe ich. Zur Transformation des Streuwinkels. Nämlich kommt ihr da auf eine Formel, Vf1 ist gleich Vf1' plus F1 mit groß M mal Vi1. Genau. Und wenn wir darauf irgendwie, wenn wir die mit Ex und Y multiplizieren, kommen wir auf Gleichungen mit Sinus und Cosinus. Ich sehe nicht aber nicht ganz, wo das mathematisch legitim ist, weil die
ist eine Skizze im Skript, ne? An genau der Stelle. Und die ist, glaube ich, auf der nächsten Seite. Die Situation ist ja jetzt die, dass Sie einmal den Streuwinkel aus dem Schwerpunktsystem heraus betrachten und einmal aus dem Laborsystem. Und dass wir die x-Achse so orientiert hatten, dass die Bewegungsrichtung im Laborsystem parallel zur x-Achse fällt. So, das heißt, wenn ich jetzt einmal ich annehme, das hier wäre die Schwerpunktgeschwindigkeit. Ne? Und ich hätte jetzt einmal den Streuwinkel im Laborsystem und einmal im Schwerpunktsystem. Dann weiß ich einerseits aufgrund der Überlegungen, die wir im Schwerpunktsystem angestellt hatten, dass es sich dabei um ein gleichseitiges Dreieck handelt. Und ich weiß daraus, dass die Geschwindigkeit mit der x-Achse zusammenfällt, dass diese Länge hier in beiden Systemen dieselbe sein muss. Das bedeutet, dass die Sinus der beiden Winkel hier dieselben sein müssen. Okay? Und mit dem Cosinus machen Sie es einfach so, dass Sie berücksichtigen, dass Sie zu dieser Strecke hier die Strecke aufgrund der Schwerpunktsverschiebung relativ zum Laborsystem berücksichtigen müssen. Okay? Ich gehe weiter nach Süden, ja? Dann komme ich jetzt zu Ihnen. Sie hatten vorhin eine Frage gestellt, ne? Ja, also die Frage ist, was mache ich denn jetzt? Dann wenden Sie den Taylorschen Satz auf jede Komponente an. Okay? Das heißt, Sie spalten dieses Kraftfeld in F1, F2, F3 auf und wenden auf jede der Komponenten den Taylorschen Satz an. Okay? Sie haben sich nachher gemeldet, Sie kommen gleich. Jetzt Sie. Also die Frage zielt auf Rotationsmatrizen und ob Sie in der Lage sein müssen, sich spontan welche auszudenken. Ja, sagen wir so, wenn die Frage auf die Klausur zielt, machen Sie sich mal keine Sorgen. Wenn die Frage darauf zielt, ob Sie als Physikerin in der Lage sein müssen, eine Rotationsmatrix aufzustellen, selbstverständlich. Sich spontan eine auszudenken, ist schwierig. Aber dafür hatte ich Ihnen ja insgesamt zwei Rezepte angegeben. Das eine Rezept kam unter der Bezeichnung Eulerwinkel und hat Bezug genommen auf das zweite Rezept, nämlich wie stelle ich eine Drehmatrix bezüglich einer der Koordinatenachsen auf. Und versehen mit diesen beiden Handwerkszeugen können sich eine Drehmatrix vielleicht nicht spontan ausdenken, aber konstruieren. Wenn Sie eine Drehung um die x-Achse haben wollen, zum Beispiel, dann legen Sie erstmal die Komponenten der Drehmatrix fest, die sich auf die x-Achse beziehen. Dann sieht sie so aus. Und dann wissen Sie, okay, hier müssen die Cosinus des Drehwinkels rein
hier die Sinus und der eine muss negativ werden, damit die Matrix zu einer Drehmatrix werden kann. Und fertig. So, jetzt haben Sie eine Drehmatrix um eine beliebige Achse. Wenn Sie beispielsweise eine andere Achse haben wollen, die Y-Achse zum Beispiel, machen Sie es so. Setzen die Cosinus hier rein, die Sinus hier und so weiter. Und dann wenden Sie das Prinzip der Euler-Winkel an und führen diese Matrizen nacheinander aus. In der Konvention, die Sie für die Euler-Winkel gerne hätten oder vorgeschrieben bekommen, je nachdem. So, jetzt. Das Drehmoment eines starren Körpers? Gar nicht. Meinen Sie einen Trägheitsmoment? Nein, wenn man zum Beispiel einen starren Körper hat, der zum Beispiel irgendein Zentrum blockiert und dann wirkt auf ihn irgendeine Kraft und dann steht irgendwo, man soll halt das Drehmoment berechnen lassen. Naja. Also das Drehmoment ist ja so definiert. Das heißt, wenn Sie das Drehmoment auf irgendeinen Punkt ausrechnen wollen, dann brauchen Sie den Ansatzpunkt der Kraft, also den Ort des Anfangspunktes der Kraft, und nehmen das Kreuzprodukt mit der Kraft, die dort angreift. Nee, das Drehmoment des ganzen Körpers können Sie gar nicht ausrechnen. Stellen Sie mal vor, Sie haben hier die bewusste Banane und jetzt wollen Sie diese Banane drehen. Ja, wie die sich dreht, hängt ja davon ab, wo Sie mit der Kraft ansetzen. Sie können zum Beispiel hier ansetzen, dann kriegen Sie bezüglich dieses Punktes hier dieses Drehmoment. Bezüglich eines anderen Punktes hätten Sie aber schon wieder ein anderes. Also, mal angenommen, Sie schlagen hier durch die Banane einen Nagel und greifen am selben Punkt an wie der Nagel. Dann ist das Drehmoment 0. Stellen Sie sich vor, Sie schlagen hier einen Nagel durch und drehen hier. Dann ist das Drehmoment bezüglich dieses Nagels eben durch diese Konstruktion gegeben hier. Wenn Sie den woanders reinschlagen, also beispielsweise hier, dann ist das Drehmoment dann ein anderes, ne? Also das Drehmoment hängt ja erstens davon ab, um welchen Punkt wollen Sie überhaupt drehen? Und zweitens, wo setzen Sie denn an mit der Kraft? Okay, aber der ganze Körper hat noch einen Drehimpuls. Und das Drehmoment ist doch die Abwärtung vom Drehimpuls. Das heißt, der ganze Körper müsste auch einen Drehmoment haben, wenn er einen Drehimpuls hat. Nein. Also die Frage ist, ich kann diesem Körper ja einen Drehimpuls geben. Stimmt. Um den zu ändern, müssen Sie zwei Dinge festlegen. Erstens, wo greifen Sie an, um diesen Drehimpuls zu ändern? Zweitens, bezüglich welcher Achse wollen Sie den ändern? Stellen Sie sich so ein Fahrrad vor, ne? Hat einen Drehimpuls. So, jetzt wollen Sie diesen Drehimpuls ändern, beispielsweise, weil die Ampel rot wird. Ja? Jetzt greifen Sie mit der Bremse an und diese Bremse erzeugt ein Drehmoment bezüglich der Achse. Eine Kraft, die gegen die Rotationsrichtung der Felge wirkt, an der Stelle, wo die Bremse ansetzt. Wenn Sie die Bremse ganz unten an der Achse anbringen würden, hätte die wenig Effekt. Oder wenn Sie dafür sorgen würden, dass dieses Drehmoment bezüglich einer anderen Achse wirkt. Ne? Sie könnten ja zum Beispiel das... ich stelle mir die Situation bildlich vor. Hier ist das Fahrrad. Ja? Wenn Sie das Drehmoment benutzen wollen, das durch die Bremse ausgelöst wird, dann haben Sie ein Drehmoment bezüglich der Rotationsachse des Fahrrades. Und das ist ja auch ganz sinnvoll. Sie könnten aber zum Beispiel entscheiden, dass Sie das Drehmoment so anbringen wollen. Dann wäre die Drehimpulsänderung natürlich ganz anders. Ne?
Ja, natürlich. Also die Frage ist, wenn der Körper sich jetzt um eine ganz andere Achse dreht als die wir gerade besprochen haben, dann kann ich ja bezüglich dieser anderen Achse auch einen Drehmoment anwenden. Das ist unabhängig von der Achse, um die sich der Körper dreht. Ne? Stellen Sie sich vor, Sie fahren Karussell. Und dann haben Sie einerseits Ihr eigenes Trägheitsmoment. Dann kommt der steinische Satz und sagt, da kommt noch obendrauf das Trägheitsmoment aufgrund Ihres Abstands von der Drehachse. Und jetzt wollen Sie das Karussell meinetwegen beschleunigen oder abbremsen. Dann üben Sie einen Drehmoment aus bezüglich dieser Achse hier. Und daraufhin wird sich dieser Drehimpuls ändern. Wenn Sie gemein sind und dafür sorgen wollen, dass den Leuten allen schlecht wird, dann üben Sie aber so einen Drehmoment aus. Und schon macht das Karussell das hier. Also die Drehimpulsänderung reagiert ja auf den Ansatzpunkt des Drehmoments. Also wo, Entschuldigung, den Ansatzpunkt der Kraft und auf den Punkt relativ zu dem die Kraft ansetzt. Das heißt, man kann nur einen Drehmoment festlegen zu irgendeinem Punkt, aber nicht zu dem ganzen Körper. Das heißt, ich kann nicht sagen, der Körper rotiert um dieses Zentrum oder Karussell oder so und der ganze Körper hat dann einen Drehmoment, sondern nur zum Beispiel der Schwerpunkt, wo die Kraft angreift. Ja. Also nicht der Körper hat einen Drehmoment, sondern die ansetzende Kraft. Und die ansetzende Kraft hat einen Drehmoment bezüglich eines Punkts. Daraufhin ändert sich der Drehimpuls bezüglich des Punkts, an dem die Kraft ansetzt. Okay? Keine Ahnung, wie die Reihenfolge war. Ich nehme mal sie und gehe dann hier rüber, ja. Ach so, ein Wegintegral in Kugelkoordinaten. Wo wollen Sie denn hin? Einmal außenrum ist langweilig. Wir könnten ja vom Nordpol zum Äquator laufen, dann ein Stück den Äquator entlang. Das ist doch, sagen wir auch, aus touristischen Aspekten sehr interessant. Also, hier könnte der Äquator sein. Ne? Gut, ich möchte also einen Meridian entlang laufen, vom Nordpol bis zum Äquator und dann längs des Äquators. Ja, wir können auch wieder zurückgehen, aber so. Ja, jetzt muss ich irgendwie parametrisieren. Das heißt, Kugelkoordinaten hatten sie vorgegeben. Jetzt muss ich erstmal diesen Weg hier parametrisieren und den kann ich parametrisieren durch den Polwinkel Theta. Und ich weiß, dass hier, schreiben wir es so, ja, dass hier Theta laufen wird von 0 bis Pi halbe. So, jetzt muss ich mich festlegen auf den speziellen Meridian, an dem ich entlanglaufen will. Da habe ich aber noch die Wahl. Ne? Also, oder wollen Sie sich geografisch festlegen? Also wenn Sie hier durch Greenwich laufen wollen zum Beispiel, dann wäre das der Nullmeridian. Andernfalls müssen wir den anders festlegen. Ne? Aber jetzt brauche ich die Spur, die Sie durch diesen Weg auf der Kugel zurücklegen. Und die sieht jetzt so aus. Ne? Ich muss ja jetzt diesen Weg 1 hier festlegen durch den Radius. Den Radius setze ich auf 1 und lasse ihn weg. Ja? Und jetzt habe ich Cosinus Phi, das bleibt jetzt während des Weges 1 konstant, weil ich ja einen speziellen Meridian entlang laufe, mal Sinus Theta. So, und Theta läuft von 0 bis Pi halbe. So, das ist jetzt das Stück 1
hier setze ich den Winkel phi auf 4,1 fest und Theta variiert von 0 bis Pi halb. So, jetzt muss ich den Äquator entlang laufen. Und das heißt, jetzt bleibt Theta fest gleich Pi halbe und Phi läuft von Phi 1 bis Phi 2, meinetwegen. Ich muss ja von einem Meridian zum anderen wechseln. Das heißt, jetzt läuft Phi, und jetzt schreibe ich mal, das wird jetzt künstlich, ne? Ich schreibe jetzt hier Sinus Theta hin. Ich weiß aber, was Theta ist. Theta ist Pi halbe. Also ist einfach gleich 1 hier. So, dann habe ich hier Sinus Phi mal Sinus Theta. Okay, Theta ist, Sinus Theta ist 1. Und Cosinus Theta, naja, Cosinus Theta ist 0. Klar, ne? Die Z-Koordinate ist jetzt 0, weil ich entlang des Äquators laufen wollte. Okay, hier läuft jetzt Phi von 4,1 bis 4,2. Ne? Okay, gut, jetzt ist die Frage, ob Sie wieder zurück wollen zum Nordpol. Mhm. So, jetzt haben Sie hier Cosinus Phi 2, Sinus Theta, Sinus Phi 2, Sinus Theta und Cosinus Theta. Und Phi 2 ist fest, jetzt läuft Theta von Pi halbe bis 0. Dann sollten wir wieder rauskommen, wo wir waren, ja? So, jetzt haben Sie also das gesamte Kurvenintegral. Dass Sie jetzt so schreiben können, also eigentlich müsste ich jetzt eine Funktion festlegen, die Sie hier längs der Kurve auswerten müssen. Lasse ich jetzt aber weg, weil ich keine erfinden möchte, kriegen wir später noch. Jetzt bekomme ich also drei Integrale längs der drei verschiedenen Wege. Und hier hätte ich jetzt die Funktion setze ich auf 1. Und da muss ich jetzt einfach schreiben, das ist dx1 nach d lambda mal d lambda. Ja? Plus die folgenden Wege. So, das können wir jetzt leicht ausführen hier. Da kriege ich also der Parameter Lambda hier wird hier durch Theta übernommen. Also bekomme ich längs des Weges 1 hier das Integral von 0 bis Pi halbe über d Theta. Und jetzt brauche ich die Ableitung von dx nach d Theta. Also habe ich hier Cosinus Phi 1 Cosinus Theta. Hier habe ich Sinus Phi 1 Sinus Theta, Entschuldigung, Cosinus Theta. Und hier habe ich Minus Sinus Theta. Und davon brauche ich den Betrag. Okay, gut. Der Betrag ist Cosinus Quadrat Phi 1 Cosinus Quadrat Theta plus Sinus Quadrat Phi 1 Cosinus Quadrat Theta plus Sinus Quadrat Theta. Da bekomme ich also einfach aus der Summe der beiden Quadrate ein Cosinus Quadrat Theta. Dann kommt hier ein Sinus Quadrat Theta dazu, der Betrag ist also 1. Also bekomme ich hier das hier raus. Und so weiter mit den anderen Anteilen. So, was wäre jetzt, wenn hier eine Funktion f stünde? Dann müssen Sie die auswerten für alle Orte x1, die auf diesen Weg fallen. Die Funktion könnte zum Beispiel die Temperatur sein, die Sie hier erleben.
Die können wir ja modellieren, ne? Am Äquator ist sie offenbar höher als am Pol. Das heißt, eine Sinuskurve wäre eine Möglichkeit. Ja, wir könnten also irgendeine Funktion von Sinus Theta da einsetzen. Und dann kommt am Pol 0 raus und am Äquator 1. Dann können wir es noch irgendwie skalieren. Wir können den Anstieg steiler oder weniger steil machen, indem wir hier zum Beispiel Sinus Quadrat oder Wurzel aus Sinus oder sowas hinschreiben. Aber wie auch immer, ich könnte hier eine Amplitude F0 hinschreiben und dann hätte ich etwas, was ich auffassen könnte als Temperaturprofil. Okay, jetzt muss ich Sinus Theta entlang der Kurve X1 auswerten. Na gut, das heißt, ich bekomme hier F0 Sinus Theta mal diesen Betrag. Das heißt, hier würde dann einfach F0 Sinus Theta d Theta stehen. Wäre also ein Cosinus Theta, müsste ich auswerten bei 0 und Pi halb, dann wäre ich fertig. Ne? Und dann weiter mit den Abschnitten 2 und 3. Reicht's? Gut. Ich habe keine Ahnung, wer die oder die... Ja, ich glaube, sie waren. Ne? Sie haben schon ziemlich viel Geduld gehabt hier. Die Rotation eines Kraftfeldes in Zylinderkoordinaten. Ich weiß es nicht auswendig. Bevor ich Ihnen ins Unsinn hinschreibe, muss ich nachschauen. Ja? So viel zu der Frage, ob Sie das auswendig wissen müssen. Also, genau. So. Zylinderkoordinaten wollten Sie. Also, wir gehen von kartesischen Koordinaten über zu Zylinderkoordinaten R, Phi und Z. Und R ist jetzt der Radius in der XY-Ebene, ja? Bitte? Entschuldigung. Das meinen Sie, ja? Da haben Sie recht. So, jetzt. Also, so, das sind die, das ist der Zusammenhang zwischen diesen Koordinaten. Jetzt brauche ich die Funktion H1, das ist die Vektor x
nach D1 und D1 ist jetzt DR, denn die erste der neuen Koordinaten ist R. Davon brauche ich den Betrag. So, das ist also der Vektor, also diese Ableitung hier, ist der Vektor Cosinus Phi Sinus Phi 0. Der Betrag davon ist 1. H2 dx nach d phi, das ist also der Vektor minus r Sinus Phi, r Cosinus Phi 0. Der Betrag davon ist r. H3 dx nach dz, das ist der Einheitsvektor. So. Jetzt habe ich also die 1-Komponente der Rotation, das ist jetzt die radiale Komponente der Rotation, weil 1 die Funktion des Radius übernimmt. Das ist also d2, das ist also ein d phi. Von was? Von R3, H3, H3 ist aber 1. F3 ist aber die Z-Komponente. Also bekomme ich diesen Ausdruck. So, jetzt minus D3, das ist die Ableitung nach dz. Von F2, H2. F2 ist F-Phi, das ist die Phi-Komponente des Feldes. H2 ist R. Also habe ich hier dz, r, f, phi. Und jetzt muss ich teilen durch h2, h3, also durch r. So, das kann ich noch vereinfachen. Jetzt bleibt hier ein 1 durch r, d, phi, f, z. Aber das dz hier wird nicht auf r wirken, denn r liegt in der xy-Ebene. Also kann ich das r hier vor die Differenziation ziehen und kürzen. Also bleibt hier nur minus dz f phi übrig und das ist die 1-Komponente der Rotation. Wollen Sie an den beiden auch sehen? Also die Formel war schon klar, das Problem ist dann, wenn wir einen Kraftfeld haben, dass ich dann nicht genau weiß, was ich ableiten soll, wie genau das aussieht. Ich könnte zum Beispiel einen Vektorfeld. Aha, das wollten Sie alles gar nicht wissen. Wie wär's denn damit? Also es zeigt radial nach außen bezüglich Zylinderkoordinaten. Und das heißt, es zeigt radial von der Symmetrieachse des Zylinders weg, aber mit einer Amplitude, die von Phi und Z abhängt. So, das heißt, dieses Vektorfeld hat genau eine Komponente, nämlich Fr. Aber diese Komponente hängt von Phi und Z ab. Das heißt, es gibt nur ein Fr, aber dieses Fr ist eine Funktion von Phi und Z. So. Jetzt sehen Sie zunächst mal aus dieser Formel, die oben steht, dass die Rotation dieses Feldes in radiale Richtung gleich 0 sein muss. Denn wir haben weder Fz noch Fi. Also brauchen wir die anderen beiden auch noch. Wenn ich jetzt die Phi-Komponente haben möchte, da hoffe ich auf ein Ergebnis, ja, das ist also 1 durch H1, H3, jetzt dz, fr, hr, minus dr, fz, hz. H1, H3 ist 1. Kann ich gleich wegnehmen. Fz ist 0. Ist also auch weg. Es bleibt dz, fr, hr. Hr ist 1. Also bleibt dz, fr. Existiert. Muss man ausrechnen. Je nachdem, wie diese Funktion hier aussieht.
So, und schließlich Rotation f in z-Richtung. Das ist 1 durch h1, h2. h1 ist 1, h2 ist r, also steht hier 1 durch r vorneweg. Dann habe ich d phi fz hz, hz ist aber 1. Und dann habe ich dz f phi h phi, h phi ist aber r. Also steht hier r mal f phi. Es gibt kein fz, es gibt kein f phi, ist also gleich 0. So, das heißt, die Rotation dieses Feldes sieht so aus, ist also Rotation f ist dz fr e phi. Ne? Und, okay, das kann ich jetzt noch schreiben als dz klein f e phi. Sagen Sie mal Bescheid, wer der Nächste war, ich habe keine Ahnung. Danke. Das war sehr nett von Ihnen.
So. Vielen Dank, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben. Jetzt bin ich wieder da. 1, 2, 3. Moment. Sagen Sie es nochmal bitte. Die letzte Zeile, ja? Ja, das ist schon peinlich. Ja? Oh, Backe. Sind Sie einverstanden? Also so war es nicht richtig, wie es da stand. Ja? Der ist neben der Kap. Also die Frage ist, welche Voraussetzungen gelten für die Keplerschen Gesetze und insbesondere hängen die Keplerschen Gesetze von der Ebene ab, in der die Bewegung stattfindet. Also erinnern Sie sich an die Argumentation, die wir durchgeführt hatten. Wir haben zunächst gesehen, es handelt sich um ein Zentralfeld und weil es sich um ein Zentralfeld handelt, muss das Drehmoment verschwinden, also muss der Drehimpuls erhalten sein. Und das heißt, der Drehimpuls legt eine Richtung fest und dann wissen wir, dass die Bewegung in der Ebene senkrecht zu der Drehimpulsrichtung stattfinden muss. Okay? So, das heißt, die Ebene liegt fest, die haben wir nicht mehr in der Hand. Die Ebene wird festgelegt durch die Orientierung des Drehimpulses und damit steht die Bahnebene fest. So, jetzt in der Bahnebene selbst ist die Drehimpulserhaltung die einzige Voraussetzung für das zweite Keplersche Gesetz. Das heißt, das zweite Keplersche Gesetz gilt in einem beliebigen Zentralfeld. Und dann ist die Frage, wann gelten denn noch die anderen beiden? Und die brauchen tatsächlich die radiale Abhängigkeit der potenziellen Energie, die müssen Sie dafür festlegen. Und dann sehen Sie, dass geschlossene Bahnen für anziehende Potenziale nur bei Potenzial proportional 1 durch R und proportional zu R Quadrat stattfinden und sonst nirgends. Das heißt, in dem Moment, wo Sie eine geschlossene Bahn haben wollen, was Sie ja für Kepler 1 zum Beispiel schon brauchen, wissen Sie, okay, es kommt nur 1 durch R in Frage oder R². Und für das dritte Keplersche Gesetz brauchen Sie speziell 1 durch R. Und damit sind wir durch, ne? Also geht das nicht, weil zum Beispiel ein Abschluss, Potenzial, wo teilweise die Bahn
Also die Frage war, gilt das dritte Kepler-Gesetz, also das mit den Quadraten der Umlaufzeiten und den dritten Potenzen der Bahnhalbachsen, gilt das auch für nicht geschlossene Bahnen? Jetzt, wenn Sie sich daran erinnern, wo das herkam, ne? Sie kriegen das dritte Keplersche Gesetz ja schon alleine aus der mechanischen Ähnlichkeit. Das heißt, wenn das Potential homogen vom Grad minus 1 ist, dann steht das dritte Keplersche Gesetz fest. Jetzt ist nur die Frage, wie interpretieren Sie das? Ja? Also, wenn Sie eine abstoßende Wechselwirkung haben, dann sagt Ihnen ja die mechanische Ähnlichkeit immer noch, dass die Quadrate von irgendeiner Zeitkonstante sich so verhalten werden wie die Kuben von irgendeiner Längeneinheit. Das gilt immer noch. Jetzt müssen Sie nur festlegen, was meinen Sie damit? Und Sie können jetzt zum Beispiel fragen, wie lang braucht er von hier nach hier? Und wie groß ist der Abstand von hier nach hier? Dafür können Sie jetzt immer noch dieses Verhältnis aufstellen, aber es betrifft keine geschlossene Bahn mehr. Okay? Ach ja, keine Ahnung, nehmen Sie. Zur physikalischen Bedeutung von Nullstellen. Nullstellen von was? Aha, okay. Okay, also wenn Sie den speziellen Fall haben, in dem Sie aus der charakteristischen Gleichung des Trägheitstensors eine Nullstelle mehrfach kriegen, was bedeutet das? Ne? Dann bedeutet das, dass es zwei oder mehr Achsen gibt, bezüglich derer das Trägheitsmoment dasselbe ist. Und das ist eine Symmetrieaussage über den Körper, den Sie betrachtet haben. Ja, dann wissen Sie, es gibt zwei Achsen, die sich bezüglich ihres Trägheitsmoments nicht unterscheiden. Ja? Also, hier kriegen Sie ja zunächst mal eine Vielfachheit von zwei Nullstellen eines Polynoms, das heißt, es wäre eine algebraische Vielfachheit dieser Nullstelle. Aber die physikalische Bedeutung wäre eben, dass zwei Trägheitsmomente dieses Tensors dann übereinstimmen. Und das heißt, die entsprechenden Eigenvektoren des Tensors spannen einen Unterraum auf, bezüglich dessen der Körper drehsymmetrisch wirken. Wie zum Beispiel bei unserem Rotationsellipsoid, ne? Das war so ein Fall. Und bei der Kugel hat man drei übereinstimmende, das heißt, da war die Vielfachheit sogar drei. Und dann wussten wir, okay, innerhalb unseres dreidimensionalen Raums gibt es keine Vorzugsrichtung, also muss der Körper kugelsymmetrisch sein. Ich weiß es nicht, was Sie mit der geometrischen Vielfachheit meinen. Ich meine, ich wüsste jetzt da keine Ausnahme, ja. Ja? Ach, okay. Davon bin ich stillschweigend ausgegangen, ja. Ja, okay, gut. Dann sehe ich das ein, ja. Okay, ich gehe es mal in der Reihenfolge, ja. Ja. Also die Frage ist, darf ich meinen Spickzettel auch tippen? Sehen Sie, der Sinn dieses Spickzettels ist zweifach. Erstens, Sie müssen sich überlegen, was schreibe ich überhaupt drauf? Zweitens, Sie müssen die motorische Anstrengung auf sich nehmen, dieses Ding zu schreiben. Nicht nur erfahrungsgemäß, sondern auch messbar
trägt dieser Zusammenhang zwischen der Anstrengung von Herz, nein, von Hand und Hirn, ja, sehr dazu bei, was das im Hirn bleibt, was durch die Hand geht. Deswegen sind mir an diesem Spickzettel eigentlich zwei Dinge wichtig. Erstens, machen Sie ihn selbst. Zweitens, machen Sie ihn mit der Hand. Und die motorische Anstrengung, was zu tippen, ist eine völlig andere, als die den Stift zu führen. Deswegen, machen Sie letzten Endes, was Sie wollen. Ich rate Ihnen davon ab. Aus diesen Gründen, ja, nicht weil mir das so gefällt. Ja. Damit hätte ich kein Problem. Ja. Wie gesagt, mir kommt es auf die Verbindung von Hand und Hirn an. Drehung um die Hauptachse. Achso, eine der Hauptachsen. Gut, also die Frage war, wenn ich einen Trägheitssensor in einem System habe, ändert es sich, wenn ich ihn aus einem anderen System betrachte? Die Antwort ist ja. Und zwar so. Das brauchen Sie aber in der Regel gar nicht zu machen. Denn in der Regel verlangt ja niemand von Ihnen die volle Gestalt des Trägheitstensors in dem neuen System, sondern nur ein bestimmtes Trägheitsmoment bezüglich irgendeiner Achse. Das kriegen Sie aber dann so. Und n ist der Einheitsvektor, der in Richtung der Achse zeigt, bezüglich derer Sie dieses Trägheitsmoment haben wollen. Okay? So, dann gehen wir hier rüber. Schreiben Sie doch auf. Okay. Ja. Keine Ahnung. Ah, Moment, doch. Naja, sehen Sie, die Frage von Ihrer Kommilitonin war ja, kann ich ein Kurvenintegral ausführen, speziell auf der Oberfläche einer Kugel? Das ist ein Beispiel dafür. Okay, gut. Wenn wir jetzt einen physikalischen Sinn suchen, ja, was weiß ich, ja, wenn Sie tatsächlich die Temperaturverteilung auf der Erde nehmen würden, dann würde dieses Kurvenintegral angeben, welchen Temperaturunterschied Sie insgesamt erleben. Das ist doch auch ganz wichtig. Ne? Und wenn diese Funktion nur abhängig vom Herd wäre, eine radiale Kraft wäre, dann wäre unser Integral nach der zweiten Welt gleich null, ja? Wenn die Funktion, ja, wenn wenn die Funktion nur vom Radius abhängen würde, dann wüssten Sie gleich, was rauskommt. Null. Und zwar entlang aller drei Wege. Ja, ich meine, ich habe ja hier einen Weg ausgelassen, der auch in radiale Richtung hätte gehen können. Ne? Habe ich ja nicht gemacht, ich bin ja auf der Kugeloberfläche geblieben. Das heißt, wenn ich eine Funktion nehme, die auf der Kugeloberfläche konstant ist, kann ich mir viel Rechnung sparen. Ne? Ah, ist Ihnen die Frage wieder eingefallen? Wieso kann man mit einem Kraftfeld, was proportional
Aha, okay. Die Frage war, wenn ich ein Kraftfeld habe, das im Ursprung selbst gar nicht definiert ist, wie zum Beispiel 1 durch R oder 1 durch R Quadrat oder sowas, wieso finde ich dafür ein Potenzial? Deswegen, weil Sie den Ursprung ja auslassen können, wenn Sie von einem Punkt einen Punkt im Raum zum anderen gehen. Das heißt, wenn Sie den Ursprung ausschließen, dann wissen Sie, es gibt zu diesem Kraftfeld ein Potenzial. Könnten Sie machen, dann würden Sie rauskriegen, auf diesem Gebiet hat sie kein Potenzial. Wenn Sie aber den Ursprung ausschließen, dann stellen Sie fest, wenn ich das tue, dann hat sie ein Potenzial. Und mit anderen Worten, das Gravitationsfeld hat ein Potenzial, überall außer im Ursprung. Okay? So, gehen wir hier rüber zu Ihnen. Moment. Also, jetzt verwechseln Sie zwei Dinge. Die Frage war, stimmt meine Aussage wirklich, dass Kepler 2 in Zentralkraftfeldern immer gilt? Ich weiß, dass der Drehimpuls eben nur dann erhalten wird, wenn es ja konservativ ist. Nein, da verwechseln Sie zwei Sachen. Die Energie ist erhalten, wenn das Kraftfeld konservativ ist. Ja. Eine andere Frage, bei der Lösung der Differentialgleichung kann man als Lösung dieser charakteristischen Funktion Lambda 1 gleich Lambda 2 gleich Lambda 3 jeden Teil der Zahl hat. Dann wie schreibt man die Lösung der homogenen Funktion? Ja, also wenn Sie, also die Frage ist, wenn Sie bei der Lösung einer linearen Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten der Ordnung 3 drei übereinstimmende Eigenwerte kriegen. Dann haben Sie viel Pech. Dann haben Sie zunächst mal eine Lösung. Dann verschaffen Sie sich mit D'Alembert-Reduktion eine zweite und mit weiterer D'Alembert-Reduktion eine dritte. Das ist dann harte Arbeit, ja. So, jetzt nehmen wir Sie. Ich habe Sie gesehen, ja? Meine Frage war zu den Sensoren. Wie erkenne ich, ob welche nebendiagonale Elemente oder wo die Symmetrien in dem Objekt sind? Kann ich das rein aus geometrischer Überlegung oder muss ich das teilweise dann auch beweisen? Aha. Also die Frage ist, wie erkenne ich die Symmetrie eines Trägheitstensors? Und die Symmetrie eines Objekts, das ein Trägheitstensor ich gegeben habe, dann müssen Sie ihn diagonalisieren. Also dann suchen Sie die Eigenwerte auf. Sie wissen, dass es auf jeden Fall drei reelle Eigenwerte geben wird. Und wenn von diesen drei mindestens zwei übereinstimmen, dann haben Sie beispielsweise eine Rotationssymmetrie bezüglich der dritten Achse. Aber ohne dass Sie ihn diagonalisieren, sehen Sie es ihm normalerweise nicht an. Jetzt. Ich wollte gerade fragen, zum Thema Basen, werden wir eigentlich jemals mit anderen Basen als orthonormalen Basen zu tun haben? Und wenn wir zum Beispiel mit orthogonalen Basen zu tun hätten, wie hält es sich dann eigentlich mit Skalarprodukten und mit Winkel zwischen den Vektoren? Sind wir dann auch halten? Wenn ich zum Beispiel eine orthogonale Basen habe, keine orthonormale. Mhm. Gut, also. Die Frage war, werden Sie es jemals mit anderen Basen als Orthonormalbasen zu tun haben? Die Antwort ist, wenn Sie in eine solche Situation kommen, dann besorgen Sie sich schleunigst eine Orthonormalbasis. Dafür gibt es das sogenannte Gram-Schmidt-Verfahren, was Ihnen sagt, dass Sie aus jedem maximalen Satz linear unabhängige Vektoren eine Orthonormalbasis machen können. Das heißt, entweder Sie besorgen sich auf die Weise eine Orthonormalbasis oder Sie wissen von vornherein, es wird eine geben.
Aber mit nicht-orthonormalen Basen zu rechnen, ist normalerweise völlig überflüssiger Aufwand. Ist auch nicht schön. So, ich gehe mal weiter in der Richtung. Ja. Die physikalische Bedeutung von Hauptträgheitsmomenten. Also zu jedem Hauptträgheitsmoment gibt es eine Hauptträgheitsachse. Und dann wissen Sie, bezüglich der Drehung um die Achse, die zum größten Hauptträgheitsmoment gehört, nimmt der Körper die meiste Energie auf. Und dann in absteigender Reihenfolge der Trägheitsmomente. Das ist der physikalische Sinn davon. Ja, also die Frage war, die Achsen, die der Tensor selbst festlegt als Hauptachsen, die müssen ja nicht die Koordinatenachsen sein. Nein, erst wenn Sie ihn diagonalisiert haben, dann wissen Sie, okay, wie zeigen seine Hauptachsen relativ zu den Koordinatenachsen. Naja, wenn Sie den Trägheitssensor gegeben haben und Sie sehen ihn schon in Diagonalform, dann wissen Sie, seine Hauptträgheitsachsen müssen mit den Koordinatenachsen übereinstimmen. Wenn er Nebendiagonalelemente hat, also Deviationsmomente, dann wissen Sie, er ist offenbar nicht in seinem Hauptachsensystem. Das heißt, dann stehen Ihre Koordinatenachsen irgendwie anders als die Hauptachsen des Trägheitssensors. Ja, dem Trägheitssensor selber sehen Sie das so nicht an. Ja. Dafür müssen Sie ihn diagonalisieren und dann schauen, okay, wie stehen jetzt die, oder welche Drehmatrix brauchen Sie, um ihn in Diagonalform zu bringen. Dann wissen Sie, wie die Achsen standen. Ja. Naja, Sie nehmen einfach Drehmatrix mal EX mal EY mal EZ und dann sehen Sie das Ergebnis. Und wissen dann, in welche Richtung relativ zu diesen Koordinatenachsen die Trägheitsachsen standen. So, jetzt Sie. Okay, also wenn Sie, die Frage wird sich jetzt aus der Antwort rekonstruieren lassen, ja? Wenn Sie einen Vektor haben und Sie machen irgendwie durch Drehungen neuen draus, dann war die Frage, wie hängen jetzt diese Matrixelemente A, I, J, die wir eingeführt hatten, um überhaupt über Drehmatrizen zu reden, mit den Elementen dieser Drehmatrix zusammen hier. Und wir hatten ja gesagt, okay, weil wir es mit linearen Abbildungen zu tun haben, deswegen muss ich jeden neuen Basisvektor als Linearkombination aus den alten darstellen können. Und das war eben der Grund zu sagen, von jedem neuen Basisvektor weiß ich, dass es sich als Linearkombination der alten schreiben lassen muss. So, jetzt habe ich aber eine Matrix eingeführt durch die Kombination der Elemente A, I, J, die Basen transformiert. Sie haben danach nach einer Matrix gefragt, die Vektorkomponenten transformiert. Da sehen Sie, ich kann diesen Vektor ja schreiben als sowas hier.
Aber egal in welchem Koordinatensystem ich den betrachte, muss der Vektor derselbe bleiben. Das heißt, wenn ich eine Matrix einführe, die die Basen transformiert, dann brauche ich die inverse Matrix, um die Komponenten zu transformieren. Okay? Also, ich suche eine Matrix A. Nee, ich sag's mal so. Das muss ich ja so schreiben können. Und wenn ich jetzt diese Matrix A, I, J so einführe, wie es hier oben steht, dann kriege ich das hier raus. Ne? Jetzt wollten Sie ja wissen, wie kriege ich jetzt die neuen Komponenten VI'. Und dann sehen Sie, durch Vergleich dieser beiden Ausdrücke hier, dass offenbar gelten muss, VI gleich VI' mal AIJ. Entschuldigung. Hier muss ich den Index umbenennen. Hier muss ich die Indizes vertauschen, damit hier auch ein EI steht. Also schreibe ich hier VJ, AJI. So, und jetzt sehen Sie, wenn Sie das auflösen wollen nach VJ', dann brauchen Sie die inverse Matrix. Okay? Und der Grund ist eben, der Vektor muss ja dasselbe bleiben. Sie haben ja nur die Koordinaten verändert. Wenn Sie die Koordinaten so verändern, dass die Basis sich hier wegdreht, dann müssen Sie die Komponenten in die Gegenrichtung drehen. Deswegen steht da die Inverse hier. War hier drüben noch jemand? Gut. Ja, ich habe noch eine Frage zu dem Wegintegral der Koordinaten. Und zwar, ich würde die Situation jetzt verändern, weil würde ich das ausrechnen, wenn ich das über einen Vektorfeld ausführen würde, weil dann unter Umständen das Ende des Weges komplett ist. Nicht unbedingt. Also, die Frage war, was mache ich denn, wenn ich jetzt dieses Wegintegral über ein Vektorfeld ausführen will? Also wenn ich beispielsweise nicht das Temperaturprofil über die Erdoberfläche nehme, sondern das Windprofil. Und ich will wissen, gegen wie viel Gegenwind muss ich denn jetzt anradeln? Ja? Dann machen Sie das so. Okay. Mit anderen Worten, Sie lassen einfach die Betragsstriche weg und integrieren jetzt über das Skalarprodukt aus diesen beiden. Und das heißt, Sie würden diese Ableitung hier nehmen, wie sie steht, die Betragsstriche weglassen und diesen Vektor jetzt skalar multiplizieren mit dem Vektorfeld. Ja, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass wir die Arbeit besprochen haben, wo wir dann sozusagen den parametrisierten Weg in das Vektorfeld eingesetzt. Mhm. Und wenn jetzt mein Vektorfeld auf den Kugelkoordinaten ist, meint oder was, dass ich dann völlig ja über umbinden und komplizierter werden, einen parametrisierten Weg in mein Vektorfeld einzusetzen. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Die Antwort ist ja. Nee, da müssen Sie durch. Also, wenn Sie dieses Vektorfeld hier als Funktion der kartesischen Koordinaten gegeben haben, x1, x2, x3, und darauf bestehen, oder jemand anderer besteht darauf, dass Sie dieses Integral in Kugelkoordinaten ausführen, dann brauchen Sie diesen Zusammenhang, in Kugelkoordinaten nicht diesen, aber dann brauchen Sie den Zusammenhang zwischen den kartesischen Koordinaten und den Kugelkoordinaten und müssen dann in die Funktion einsetzen. Einfacher wird es dadurch nicht. Ne? Ja. Wenn ich einen nicht diagonalisierten Trägheitstensor in einer nicht diagonalisierten Matrix habe, und ich könnte jetzt diagonalisieren, dadurch, dass ich die Nullstellen des charakteristischen Bedingungen finde, dann die Eigenwerte
dann setze ich ja irgendwie die Eigenwerte auf die Diagonale. Woher weiß ich, in welcher Reihenfolge ich das tun muss? Woher weiß ich, welche Eigenwerte ich hier stelle? Sie wissen das nicht. Also, die Frage war, wenn ich einen Trägheitssensor diagonalisiert habe, in welcher Reihenfolge schreibe ich die Eigenwerte hin? In der, die Ihnen gefällt. Das bedeutet nur, dass Sie jetzt die Reihenfolge der Eigenvektoren festlegen. Zum größten Eigenwert gehört ein bestimmter Eigenvektor und so weiter. Und alles, was Sie mit der Reihenfolge entscheiden, ist, ob diese Eigenvektoren jetzt ein Rechts- oder ein Linkssystem bilden. Was Sie? Also ich habe ein System von zwei Differentialgleichungen. Herzlichen Glückwunsch. Die unmittelbar voneinander abhängig sind. Also können Sie das lesen oder das anfangen? Also, Sie haben ein gekoppeltes Differentialgleichungssystem dieser Form hier. Ja, und jetzt? Naja, wir haben es ja in der Vorlesung gemacht sogar, ne? Das war der Trick. So hatten Sie es hier stehen. Ne? Die Idee war jetzt, x plus i, y zu einer neuen Variable zusammenzuführen. Das heißt, Sie nehmen jetzt diese Gleichung mit i mal und addieren die beiden. Okay? Dann haben Sie hier unser beliebtes Xi. Wie schön wäre die Welt, wenn wir hier fertig wären. Ne? Das wäre einfach eine Oszillatorgleichung. So, und jetzt habe ich hier ein Minus. Und dafür schreibe ich dieses Pluszeichen da oben als Minus i Quadrat. Okay? Und daran sehen Sie das jetzt. Minus 2 Omega xi. Okay, Punkt, Entschuldigung. So, jetzt haben Sie wieder ein lineares Differentialgleichungssystem, eine lineare Differentialgleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten. Und jetzt wenden Sie das übliche Verfahren an. Es geht auch anders. Ne? Sie können dieses Differentialgleichungssystem in eine Matrixform bringen und dann diese Matrix diagonalisieren. Das geht auch. Kriegt man, glaube ich, im nächsten Semester. Aber das ist eigentlich auch ganz nett, oder? So, ich glaube, ich habe sie schon lange übersehen, ne? Drei Stunden. 180 Minuten. Ja, machen Sie ein Gleichheitszeichen drauf. So, jetzt gehe ich eins zurück, ja. Also, die Frage war, mal angenommen, ich hätte ein Kraftfeld, dessen x, y und z Komponenten ich habe. Da steht ja auch schon was. Das heißt, Sie haben das hier gegeben und Sie möchten wissen, wie das Potenzial aussieht. Gut, was machen Sie zuerst? Wenn Sie jemanden nach einem Potenzial fragt. Sie prüfen was?
Genau. So, Sie prüfen die Rotation. Das heißt, das allererste ist, dass Sie das hier überprüfen. Wenn Sie jetzt die Rotation überprüft haben und stellen fest, die Rotation ist null, also das heißt, jetzt und nur jetzt haben Sie eine Chance, überhaupt ein Potenzial zu finden, dann wissen Sie, dass dieses Potenzial wegunabhängig sein wird. Und davon machen Sie jetzt nach Herzenslust Gebrauch. Das heißt, jetzt wählen Sie einen Weg, der das Kurvenintegral über f dx so einfach wie nur möglich macht. Weil Sie wissen, das Potenzial wird es nicht interessieren, welchen Weg ich gegangen bin. Das heißt, jetzt gehen Sie zum Beispiel, je nachdem wie das Kraftfeld aussieht, jetzt gehen Sie zum Beispiel längs der x-Achse bis zum Endpunkt, dann längs der y-Achse bis zum Endpunkt, nein, längs der x-Achse bis zum Endpunkt, längs der y-Achse bis zum Endpunkt, längs der z-Achse bis zum Endpunkt, weil es egal ist, welchen Weg Sie wählen. Und dann wählen Sie den bequemsten. Okay? Und hier vorne? Sie hatten sich gemeldet zwischendurch. Ah, Entschuldigung. Irgendwas mit beschleunigtem Bezugssystem. Ja. Also Sie möchten gerne ein beschleunigtes Bezugssystem und Sie wollten gerne die Schritte nochmal wissen. Okay. Also ich fange mal mit dieser Formel hier an. Ja? Ah. Dann nehmen wir noch die. So, jetzt. Die glauben Sie mir, oder? Da werden einfach gedreht. So, jetzt möchte ich wissen, wie kriege ich die Ableitung hier, also die Zeitableitung? Dann nehme ich erstmal die Produktregel. Und schreibe das Ergebnis so, dass ich eine Matrix R aus dieser Ableitung rausziehe. Dann sehe ich das hier. Jetzt bin ich schon fast da, denn wir hatten ja gesehen, dieses Objekt hier, das ist eine schiefsymmetrische Matrix. Die hat in drei Dimensionen genau drei unabhängige Komponenten. Die schreibe ich in dieser Form hier. Mit Hilfe des Levi-Civita-Symbols. Wir hatten es in der Vorlesung etwas anders gemacht, da hatte ich gesagt, okay, dieses Ding hier muss er jetzt erstmal Nullen auf der Diagonale haben, denn sonst könnte es nicht schiefsymmetrisch sein. Und dann nenne ich diese Komponenten auf diese kuriose Weise hier. Und dann kann ich sie aber auch in der Form mit Hilfe des Levi-Civita-Symbols schreiben. Okay? Das hier sind einzelne Elemente dieser Matrix. Das hier ist, wie die Matrix aussieht. Hier unten haben Sie einfach das negative Dreieck von hier oben. So, wenn Sie aber diese Schiefsymmetrie dieser Matrix RT mal R-Punkt ausnutzen, und die drei verbliebenen unabhängigen Elemente in dieser Form schreiben, dann sehen Sie, dass das Ergebnis hier, also die Anwendung dieser Matrix auf x, auch als dieses Kreuzprodukt hier schreiben können. Okay? Das heißt, wir haben, um das herzuleiten,
letzten Endes nur Gebrauch davon gemacht, dass wir erstmal die Produktregel hier anwenden müssen, wenn R nicht konstant ist. Dass dabei diese Matrix R transponiert mal R Punkt auftritt, die schiefsymmetrisch sein muss und die deswegen durch drei Elemente beschrieben werden kann. Und die fasse ich als Vektor Omega zusammen. Okay? So, und jetzt um die Kraft zu bilden, muss ich dieses ganze Ding nochmal ableiten. Und dabei tritt jetzt eben die Produktregel nochmal auf, dann habe ich wieder einen R-Punkt hier, das gibt mir nochmal ein Omega-Kreuz und so weiter. Ne? Aber das Schema ist eben das hier, dass Sie jedes Mal, wenn R-Punkt auftaucht, Gebrauch von dieser Antisymmetrie, von dieser Schiefsymmetrie hier machen. Ne? Okay? Ja, ich kann es Ihnen demonstrieren. Ich kann es eine Inhomogenität hinschreiben und die darauf anschauen. Also. Erstmal Platz schaffen hier. Also, die Frage war, wenn ich es mit einer, sagen wir mal, linearen, inhomogenen Differentialgleichung zu tun habe, zum Beispiel mit der hier, und jetzt wähle ich irgendeine Inhomogenität, sowas, ne? Jetzt wähle ich irgendeine Inhomogenität und frage mich, wie finde ich jetzt eine partikuläre Lösung? Und die Idee war ja, wir wählen den Ansatz für die partikuläre Lösung so, dass er dem Typ der Inhomogenität entspricht. So, und der Typ der Inhomogenität ist jetzt eine Parabel, ne? Also eine quadratische Funktion. Das heißt, das ist mein Ansatz hier. Jetzt schauen wir mal. Das wäre xp Punkt. Das wäre xp2-Punkt. Jetzt bekomme ich also als Bedingungsgleichung was ist da los? xp2-Punkt. Jetzt muss ich xp einsetzen. Das muss ich gleichsetzen. Und jetzt kann ich Term für Term vergleichen. Und dann sehen Sie, okay, der konstante Term A muss gleich sein 2c plus A mal Omega 0 Quadrat. Der lineare Term B muss sein groß B Omega 0 Quadrat. Und der quadratische Term C muss sein groß C Omega 0 Quadrat. Okay? Ja. Ich wollte fragen, ob bei einer D-Matrix-Dominante nicht plus 1 ist, ich irgendwas davon habe, außer dass meine sich ergebenden Einheitsvektoren immer noch normiert sind.
Also, wenn Sie eine Drehmatrix haben, deren Determinante nicht gleich 1 ist, dann wissen Sie ja, wie groß die Determinante ist, nämlich minus 1. Ne? Dann haben Sie aber keine Drehmatrix mehr. Wir hatten Drehmatrizen definiert als Elemente von On und die erhalten das Skalarprodukt. Und weil Sie das Skalarprodukt erhalten sollen, deswegen müssen Sie Determinante 1 haben. Die ist übrigens 5 hoch 3 mal so groß. Das ist eine Drehstreckung, keine Drehung. Wir hatten Drehmatrizen eingeführt als Elemente von On und das heißt, die müssen Determinante 1 haben oder minus 1. Ja, okay, aber es ist eben eine Drehstreckung, keine Drehung, ja. Okay, also die Frage ist, wenn ich von dieser Schreibweise für den Trägheitstensor ausgehe, kann ich allein anhand des zweiten Terms die Nebendiagonalelemente finden? Genau, also dass das nicht komponentenweise ausrichtet, sondern eine allgemeine. Also Sie wollen hier jetzt nicht spezielle Koordinaten einsetzen, sondern Sie wollen es tatsächlich anhand dieser Form sehen. Also die Frage ist, kann ich anhand dieses zweiten Terms schon sehen, wie die Nebendiagonalelemente aussehen? Nein, das hängt von der funktionalen Form von Rho ab. Also es hängt von der Art ab, wie Rho von den Koordinaten x1, x2, x3 abhängt. Aber in einem System, was keinen Massenpunkt würde das dann theoretisch fehlen. Wenn die Dichte Rho konstant bleibt, wenn die Masse schon gegeben hätte. Ja, wenn die Dichte Rho konstant ist, dann wissen Sie ja gleich, was rauskommt. Dann ziehen Sie Rho vor dieses Integral und dann hängt es nur noch von der geometrischen Form des Körpers ab, aber nicht mehr von seiner Massenverteilung. Aber dann hängt es immer noch von den Grenzen des Integrals ab. Also die Frage war, wenn ich die nicht alle ausrechnen will, reicht es, wenn ich eines ausrechne und sage, dann sind die anderen auch gleich Null. Das hängt von den Integralgrenzen ab, die Sie hier verwenden. Und wie kann man dann überhaupt argumentieren, dass Sie Null sind? Indem Sie ausrechnen. Also die Frage war jetzt, wie kann ich dann überhaupt argumentieren, dass die Nebendiagonalelemente Null sind? Ja, ausrechnen, ne? Oder Sie argumentieren mit der Symmetrie. Aber es sind ja nur 3. Okay, gut. Die letzten paar Fragen. Ja. In welchen Fällen muss ich das Integral über Rho dv dann ausführen oder in welchen Fällen?
Ja, also wann muss ich über Rho integrieren, wann muss ich die über Massenpunkte summieren? Wenn Sie wenige Massenpunkte haben, dann summieren Sie da drüber. Wenn Sie ein Kontinuum haben, integrieren Sie drüber. Also zum Beispiel, Sie werden nach einer Hohlkugel gefragt, ne? Wäre ja möglich. Dann werden Sie über Rho integrieren müssen. Wenn Sie dagegen den Trägheitstensor von drei Punktmassen ausrechnen wollen, summieren Sie über die Massenpunkte. Zugehörige potenzielle Energie gibt, ja. Ja. Aber die Energie existiert vor der Kraft, ja. Deshalb, wir müssen es so überlegen, dass erstmal müssen wir die Energie definieren und potenzielle Energie definieren, um das zugehörige Kraft zu definieren. Ja? Vorsicht. Das können Sie nicht verallgemeinern. Also die Frage war, was ist denn zuerst da, ne? Das Kraftfeld oder die potenzielle Energie? Ja. Beides ist möglich. Beides ist möglich. Wenn Sie ein Kraftfeld vorgegeben kriegen, ist die Frage, ist dieses Kraftfeld konservativ? Kann ich dafür eine potenzielle Energie finden? Wenn Sie eine potenzielle Energie kriegen, wissen Sie, das Kraftfeld ist der negative Gradient davon. Beide Vorgehensweisen kommen vor. Ja, Moment, wenn Sie nach der Bewegungsgleichung gefragt werden, dann stellen Sie die Bewegungsgleichung auf. x2 Punkt gleich f. Punkt. Wenn da steht, lösen Sie die, dann machen Sie bitte noch weiter. Ja. Okay, die Frage ist, warum haben wir bei der Behandlung des Kepler-Problems die Energie nicht berücksichtigt, die in der Rotation der Planeten steckt oder in der Rotation der Sonne? Weil sie keine Rolle spielt. Sie ist viel zu klein. Das heißt, die kinetische Energie, die Gesamtenergie, die in der kinetischen Energie und in der potenziellen Energie steckt, ist erheblich größer als die Rotationsenergie der Erde zum Beispiel. Ja, genau. Also, wenn Sie es genau machen wollen zum Beispiel, müssen Sie auch berücksichtigen, dass die Sonne einen Quadrupolmoment hat. Also, dass die keine Kugel ist. Und so weiter. Und wenn Sie eine genaue Bahnform wissen wollen, also wenn Sie beispielsweise einen Satelliten steuern möchten, dann müssen Sie das berücksichtigen, ja. Ja. Das hat einen Einfluss auf die Bahn, ja, der ist nur winzig, winzig klein. So. Mir reicht's. Zwei Fragen noch. Dann mache ich drei Fragen noch. Dann kommt noch eine kurze Anmerkung und dann ist Schluss, ja. Naja, sehen Sie, wir haben es ja meistens mit linearen Differentialgleichungen zu tun und deswegen ist jede lineare Überlagerung von zwei Lösungen wieder eine. Wenn Sie jetzt die lineare Überlagerung zufällig, nur zufällig, mit der Zahl i bilden, dann sehen Sie ja, okay, die lineare Kombination von Realteil und Imaginärteil muss wieder eine Lösung sein, also sind die Einzelteile auch eine Lösung. Dann suchen Sie einen aus. Ja? Auf dem Weg zum Mars auf dieser Rakete
Ja, gut. Die wirken in dem mitrotierenden Bezugssystem, ja. Also wenn Sie, gut, Sie wollen von der Erde zum Mars fliegen und Sie betrachten das Ganze aus welchem Bezugssystem? Aus einem, das mit der Erde rotiert, mitrotiert zum Beispiel, ja? Dann müssen Sie die Scheinkräfte mit berücksichtigen, ja. Das heißt, dann begeben Sie sich in ein mitrotierendes Bezugssystem, das kann kein Inertialsystem mehr sein, und dann tritt die ganze Leier von Scheinkräften auf, ne? Corioliskraft, Zentrifugalkraft und so weiter, ja. Ja. Aber bleiben Sie lieber hier zumindest noch bis nächsten Dienstag. Ja? Okay, ich verstehe Ihre Frage nicht ganz, aber ich verstehe sie so, was bedeuten, also ich verstehe akustisch nicht ganz, was bedeuten Eigenvektoren physikalisch? Symmetrieachsen. Wenn Sie beispielsweise die Eigenvektoren eines Körpers aus seinem Trägheitstensor bestimmen, dann kriegen Sie anhand der Richtung der Eigenvektoren die Symmetrie oder die Vorzugsachsen dieses Körpers raus. Die Achsen, längs derer er besonders lang, besonders kurz, besonders massereich oder sowas ist. Ja. Wenn Sie beispielsweise einen Kristall nehmen und Sie schauen sich dessen elektromagnetische Eigenschaften an, also wie lässt der Licht durch, ja? Und Sie bestimmen die Hauptachsen, dann kriegen Sie die Kristallachsen raus. Okay? So, noch eine kurze Anmerkung. Sie haben mich so sehr nach schwarzen Löchern gefragt, dass ich dachte, ja gut, dann schreibe ich was über schwarze Löcher ins Skript. Ich bin noch nicht ganz fertig, aber Sie werden sehen, in der Umgebung von schwarzen Löchern gelten fast dieselben Bewegungsgleichungen. Fast wie bei Newton, aber nicht ganz. Und diese mikroskopischen Änderungen haben makroskopische Auswirkungen zufolge. Ich schreibe sie Ihnen auf, ja, dann können Sie das sehen. Dann sehen Sie auch, wie das Potenzial wirklich aussieht. Dann sehen Sie, falls Sie vorhaben, in den Semesterferien auf ein schwarzes Loch zuzufliegen, wie weit Sie davon wegbleiben sollten und so weiter. Ja. Bis nächsten Dienstag.